Dieses Video wurde möglich dank eurer Unterstützung auf patreon.com/rpgheaven. Schönen guten Tag, Leute. Herzlich willkommen. Es geht weiter mit dem Let's Play zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ja, gegen Ende der letzten Folge war gerade der Blutmond angegangen. Bin kurz übersprungen jetzt hier, weil who cares about it. Alle Gegner sind wieder da, die wir bekannt haben. Hoffentlich jetzt nicht die beiden großen Ungetümer, die hier standen, weil die waren schon nicht so ganz ohne, muss ich sagen. Ich muss auch vernünftig positionieren. Ich muss mal am Anfang erstmal gucken, immer bei jedem Start, wo ist eigentlich meine Fernbedienung? Da ist sie. Damit ich meine Lautstärke hier auch vernünftig machen kann. Ihr sollt natürlich dann auch das möglichst gute Hörerlebnis und ich das gute Sitz- und Spielerlebnis haben. Lass uns für diesen Teil mal, oh, und unsere Energie ist nicht allzu hoch, aber lass uns für diesen Teil einmal zum Institut da hoch. Und komische Leute, es ist jetzt ein Jäger-Institut geworden. Ne? Letzte Warnung, keine Nicht-Bandmitglieder gestattet bei Entdeckung sofortige Bestrafung. Vielleicht sollten wir schleichen. Aber die Jäger haben sich jetzt hier bequem gemacht, okay, im Institut. Frage ist, müssen wir da reinschleichen oder können wir einfach Hieronymus Cadillac machen? Ja, von hier außen wird das, glaube ich, nichts. Ich habe eine Idee. Mal sehen, ob das funktioniert. Wobei, ja, es wäre schön, wenn wir hier mal ein bisschen große Holzplatten hätten, weil ich würde gerne mal gucken, was passiert, wenn wir können wir, wir können es, glaube ich, nicht an die Flügel da dran heften, an die Windmühlenflügel. Wobei, das ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Vielleicht können wir einfach raufspringen auf die Flügel. Okay. Kann ich nicht auf die drei draufklettern? Sind das nicht kletterbare? Okay. Dann muss ich mehr Stufen schaffen damit. So. Schüttel, 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 schüttel deinen Speck. Soll, glaube ich, gerade noch so halten. Ups, lass mich hoch. Wirklich? Aber gerade der untere Part ging doch gerade noch. Komm, und hier komme ich doch auch rauf. Jetzt habe ich doch genug Abstand. Ach, verdammt. Na gut. Machen wir nochmal. So. Jetzt gucken wir, ob die Physik das erlaubt. Also die normale Physik. Nee, erlaubt sie nicht. Das ist zu schwerfällig. Was ist jetzt hiermit? So soll das gehen. Können wir von hinten vielleicht drauf? Okay. Kannst du drumherum? Ja. Das ist schon mal ganz gut. Das heißt, wir sind von oben. So, was passiert jetzt hier? Eine Bombe reinwerfen oder was? Oder ist hier einfach mal keiner? Okay, was ist das hier? Einfach nur eine Statue. Für Leute, die vorbeikommen. Oh, Blitz, Blitz, Blitz. Shit, hier so. Jetzt alles gut, ne?
Okay, also das Infiltrieren hat jetzt gerade nicht wirklich viel gebracht. Ich sehe auch keine Jäger hier drin, ne? Ist das ein Zettel? Hätte ich mir, glaube ich, alles sparen können. Wo sind die denn? Hey, es ist Link. Link ist hier. Feindlicher Angriff, feindlicher Angriff. Also reinschleichen hat nichts gebracht. Hey, ich habe doch ein Schild vor mir. Gib mir Elektroschutz, das klingt eigentlich ganz gut. Und ich knubber noch mal ein paar Bananenchen, ein paar Tomätchen. So, wo ist denn meine Liebe? Wobei, mit Blitzen würde ich den, glaube ich, nicht. Ah, es geht doch. Mein Soldatenschild zerbricht gleich. Oh, oh, oh. Aber wir haben den ersten. Komm, 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 komm. Sind das die beiden? Also sie wollten eh nicht rauskommen. Da muss doch noch jemand sein, oder? 1000 Rubine, geil. Kann ich jetzt rein? Ich brauche eine Pause. Oh, tut mir leid. Ich werde deine Uniform anfertigen, ohne weiter zu murren. Sag mal, du bist keiner von den Jäger. Oh, ich krieg eine Jägeruniform. Kommst du, um mich zu retten? Ich bin noch von oben reingesprungen und da warst du nicht. Das ist ja wunderbar. Endlich werde ich diesen Ort verlassen können. Mein Name ist Cord. Ich habe geschickte Finger und eine geschickte Figur bestimmt auch, wenn ich das mal so sagen darf. Und einen guten Modegeschmack. Du hast eine ähnliche Mode, aber wie die Leutchen aus Hateno. Und das hat diesen Jäger schon gereicht, um mich zu zwingen, hier Sachen für sie zu nähen. Ich habe allerdings nicht die geringste Lust, noch mehr dieser geschmacklosen Fetzen zu produzieren. Weißt du was? Diesen Jägeranzug schenke ich dir. Mach damit, was du willst. Hauptsache, ich muss ihn nicht mehr tragen. Sind mir ganz gute Lungen. Auch wenn der Stil furchtbar ist, trägst du das ganze Set, hält man dich nur noch für einen Jäger. Bevor sie zurückkommen, ich verschwinde. Vielleicht sehen wir uns nochmal wieder. Danke, dass du gekommen bist. Wahrscheinlich muss ich ihn noch zweimal retten, damit ich nochmal die Hose und den Hut kriege. Wir haben ja noch ein Institut. Ah, okay, das war der Untergrund. Deshalb habe ich den Shit nicht gesehen. Ist hier auf der Map was? Schau dir das an. Schau dir das an. Wie kann ich denn. Hier würde ich mal ein Foto von machen, weil da sehen wir ja Jägerverstecke. Das ist ganz gut. Foto, Foto, Foto. Also. Wie ging das nochmal? Album. Scheiße, jetzt will ich einmal ein Foto machen. Ich kann natürlich einen Screenshot machen, einen Switch-Screenshot. Aber ich will ein richtiges Ingame-Foto machen. Ist das hier? Hier komme ich zur Karte. Momentan nicht verfügbar. Vielleicht steht das in der Hilfe irgendwo drin. Das Fernglas, drücken, markieren. Okay, das kennen wir. Schildblättern haben wir auch gelernt, nur nicht mehr so richtig benutzt, weil wir beim Eis noch nicht waren. Perfekter Block. Hier habe ich noch Sachen. Material werfen wissen wir auch. Okay. Pura Pad minus. Material wählen, Ausrüstung halten, wechseln. Pausenmenü, Aktion, Angreifen, Steuerung. Kamerasteuerung, drücken, Fernglas. Linker Stick, rechter Stick.
Kann ich davon echt kein Foto machen? Dann mache ich einfach einen Standard-Screenshot für mich. Ups. Hier. Andere Taste. Ach, ich weiß nie. Ich drücke die sonst immer nur, wenn ich aus Versehen ein Foto mache. Ach, alles zerbricht hier gleich. Wenn ich aus Versehen ein Foto mache. Und jetzt einmal nicht. Das ist schon sehr angenehm hier. Wenn ich das hier so verbrennen kann. Gucken wir doch mal, wo sie eigentlich sind. Also wir haben... Vielleicht können wir die auch auf der Map markieren. So. Der Goronenberg. Hier irgendwo, ne? Eine Insel neben dem Goronenberg. Das haben wir noch natürlich noch nicht freigeschaltet. Wobei... Das, nee, das ist der Wald. Das ist der Wald oben, der Goronberg oben rechts. Genau, da haben wir ein Jäger-Ding, das wir gerade geholt haben. Das ist wahrscheinlich für das komplette Set, müssen wir die alle holen. Neben dem Wald sind wir hier noch nicht und der Wald ist, glaube ich, hier. Also entweder hier oder hier. Eins von beiden. Moment, wie weit? Na, genau, rechts, links neben Schloss Hyrule. Also irgendwo hier. Machen wir mal Diamanten für Jäger. Ich markiere das nochmal grob dann. Dann haben wir was, da ist Schloss Hyrule, da ist die Arena. Schloss Hyrule. Hier unten war doch eine Arena, wo der Drache war. Schloss Hyrule. Ne, die Brücke am Hyliasee ist dann, ne? Brücke am Hyliasee, eine Arena nah beim Hyliasee. Hyliasee. Welche war das? Doch, hier. Brücke. Eine Arena hier. Irgendwas. Oder. Ah, da. Arena-Ruine. Okay. Da haben wir es. Machen wir da auch mal. Dann. Das ist oben am Berg direkt über der Gerudo-Stadt. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Gerudo-Hochebene. Ja, hier, wo ich meinte, hier sind die Jäger schon irgendwo, ne? Oh, dass der wieder von der Position weggeht, ey. Also, der Berg, der die linke Seite des Berges. Relativ weit außen. Die Schlucht ist dazwischen, also linke Seite zwischen den Schluchten. Gerudo-Hochebene, hier irgendwo. Ich markiere mal. Ich dachte ja, hier ist diese Riesenstatue. Ne? Ich mache mal hier eine grobe Markierung einfach nur. Also hier bin ich mir relativ sicher. Hier mussten wir eben raten, weil wir da noch nicht waren. Und das sollten die drei noch sein, ne? Damit wir das komplette Jäger-Set bekommen. Das wäre jetzt meine Vermutung. Oh, sogar ein linkes der Teufel-Bild. Habt ihr das gesehen? Da ist es. Muss ich beide Knöpfe drücken? Wie kann ich denn... Ja, keine Ahnung, wie man das Pura-Pad... Da müsste ich den Professor nochmal fragen, wie ich das aktivieren kann. Moment. Ebbel. Moment. Da kriegen wir doch bestimmt wieder ein in die Hand zum Spiel. Da kriegen wir doch bestimmt wieder ein, na? Wirklich? Auf den Boden. Können wir das nicht präziser machen? Krugsamen. So, und jetzt? Nein? Hätte ich gedacht, na gut, dann nicht.
Okay, was haben wir denn hier aktiviert? Hier haben wir noch einen Schrein. Wir haben das Pferd auch gar nicht geholt, ne? Hätten wir mit dem Pferd hier schön hochreiten können. Oh, jetzt muss ich mich aber mal umsetzen. Schon so angespannt gewesen jetzt gerade die ganze Zeit. Das ist natürlich nicht so nice. Deshalb müssen wir aufpassen. Schreien in dieser Richtung, die Kamera. Okay, gehen wir rüber. Ups, ich hätte springen sollen. Aber da kommen wir rüber. Easy peasy. So, Balfos. Gefährlich. Oh, was ist das? Ups, nicht das. Das will ich mal aktivieren. Ne, hier sind einfach nur. Ah, Moment. Ich weiß, der ist hinter mir. Nicht Zeitumkehr. Geh einfach rüber. Weil hier ist ein Krog. Haha! Ich wusste doch, dass da ein Krog ist. Tschüss. So. Ja, das schmeißt Steine uns entgegen. Okay, also, wo schreien? Durch die Baumkronen. Ich weiß, dass ich diese Parts. Das ist ein Loch im Boden, ne? Dass ich diese Parts eher später im Original erkundet habe. Das ist ein Schlitterding, ne? Oh, nicht schon wieder so eine Truppe hier. Also bei Breath of the Wild waren das eher so Gebiete, die ich in Richtung DLC auch erkundet habe. Gerade diese hintere Ecke. Und deshalb habe ich die vielleicht nicht mehr zu 1000% präsent. Ich bin auch hier mit dem Motorrad dann rumgefahren. Ist der da hinten? Wirklich arg weit entfernt, ey. So, und den roten sehen wir noch nicht mal. Wir haben einen rot und einen blau jetzt markiert. Oh, shit. Ich bin in meine Reserve geraten. Meine Stamina-Reserve. Auch nicht drauf geachtet. Die wollen wir doch fürs Fliegen oder fürs Klettern aufwenden, aber so. Natürlich semi. So, wo bist du denn? Da ist er. Come to Kisa Schrein. Wer ist diese Kisa, dass man zu ihr kommen soll? Come to Kisa. Oder Kiso. Autoreparatur kenne ich, aber nicht Kisa. Na gut, werden wir sehen, was das bedeutet. Lass mal checken heute. Ich bin ein bisschen zeitlicher knapp angebunden gerade bei der Aufzeichnung. Ich hoffe, dass wir die 2 Stunden einhalten können. Eventuell, vielleicht wird es ein paar Minuten weniger. Aber ich hoffe, wir schaffen es. Perfekter Schlag. Haben wir jetzt hier. Aber ich versuche es einzuhalten, so gut es geht. Meine Waffe zerbricht bestimmt hier. Okay. Okay, also das kann ich bewegen. Das saugt den Ball an.
Ich glaube, ich weiß, was ich hier machen muss. Gucken, ob das so stimmt. Nope. Wahrscheinlich so gelegt, dass ich das gar nicht hier so machen kann, oder? Dass es so zu weit ist. So ein kleines bisschen. Wobei, was ich machen kann, wenn wir wieder beim Cheesen sind. Ah, ich kann hier nicht rauf, ne? Okay, ich hätte gedacht, dass wir das da drunter hauen. Das Ding saugt an, oder? Okay, wo fliegt er? Ah ne, so kommt eine neue. Okay. Aber was ist hier? Ah, okay. Nee, das ist nur, dass eine neue da ankommt. Okay. Das hat auch eine Spur hier, ne? Kann ich das hier irgendwie dran kleben? Für irgendwas muss es ja gut sein. Ich schätze mal, hier hakt der Ball ein bisschen fest. Ja, der wird jetzt nicht volle Pulle rollen jetzt so. Ich muss die Dinger yeeten, ne, irgendwie. Indem ich das beides benutze. Wie viel Momentum habe ich denn jetzt hier? So viel wird das ja nicht sein. Es wird nicht reichen, um... Lange nicht reichen. Wobei, das hier ist nur für die Kiste. Kann ich auch darauf kacken, muss ich sagen. Aber es ist ja die gleiche Lösung für beide, ne? Nur das hier mit so ein bisschen mehr. Moment, das könnte es sein, natürlich. Vielleicht reicht das, um genug Momentum für die Kugel zu haben. Wobei ich glaube, von der Höhe her reicht das nicht. Wobei, ah, vielleicht kann ich das so schaffen. Okay, nee. Dass ich sie von der anderen Seite wieder greifen kann. Aber ich würde sonst auch nicht wieder zurückkommen, ne?
Lass mal andere Waffen anlegen. Das nervt mich, dass das immer scheint. Gib mal den Hylia-Schild. Also das in Bewegung bringen. Wenn wir das anbringen, sorgt es ja dafür, dass es zumindest noch ein bisschen mehr Momentum hat. Aber wann geht's? Es verschwindet ja, sobald ich das hier mache. Egal, wo der Ball ist. Verschwindet er und taucht da nochmal auf. Das kann ich nicht abstecken oder anderswo ranpacken. Oh, Moment. Oh, 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 oh. Okay. Könnte es das sein? Nicht, dass der Ball dran ist, aber dass das hier meine... Okay, dass ich hier Golf spielen muss quasi. Oh, das könnte es sein, ja. Reicht das? Ah, schade. Okay, das ist es. So, das könnte eventuell reichen. Na komm, roll rein. Rollt wieder zurück. Okay, warte mal, jetzt ist er gerade. Ich darf vielleicht nicht so weit, ne? Machen wir mal so. Nicht genug. Ich glaube, das ist zu viel. Aber ein bisschen weniger. Die Anlage ist auch so Minigolf-mäßig auf. Ich glaube, das ist es. Okay, okay. Gut. Dann möchte ich es aber auch hier jetzt machen. Steht nicht ganz gut. So. Okay, das ist zu wenig. Warte mal, aber dadurch. Ne, Moment, hier kommt ja auch der. Zu viel darf es wohl nicht sein. Oh, ist die schon runtergefallen? Die ist schon runtergefallen, ne? Hm, okay. Huh? Was ist denn da passiert? Okay. Nee, höher. Höher. Ach, komm. Wirklich? Oh, ich hasse euch alle. Das ist zu hoch schon. Ah, 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 ah. Nee, jetzt muss ich das machen, ne? So, bleib mal ruhig. Will ich nicht wieder dran heften müssen. Chill.
Chill, Bro. Chill. Yes. Yes. Ich hoffe, das war es jetzt auch wert. Wobei, das war schon lustig, aber die Positionierung hier war ein bisschen kacke. So, ich hoffe, das war es wert. Ja, ist okay. Ich glaube, ich muss die Klinge eh wegschmeißen, die ist eh kaputt. Also, whatevs. Jetzt haben wir 8, oder? Das sollen jetzt die 8 sein, denke ich mal. Number 8. Rülps. Number 8. Rülps. Number 8. Ba-ba-da-da-ba. Number 9. Mighty Number 9. Cloud Number 9. Sind wir jetzt fast schon eher auf dem Weg zu 12, oder? Ja, wir hatten ja noch einen Schrein gesehen. 53. Laut der Liste. Wo ist der andere? Da oben, oder? Fällt hier irgendwo was runter, damit wir wieder hoch uns filmen lassen können? Oh, Moment. Jetzt kann ich mal meinen Rutschanzug anziehen. Gummianzug. So. Sonanium habe ich schon. Ich muss Soldatenschild wieder nehmen, weil... Wobei, es regnet nur, ne? Ah, es regnet, es blitzt gar nicht. Ich sehe das ja unten auf der Wettervorhersage. Ja, dann kann ich wieder einen richtigen Schild nehmen. Nehmen wir mal den hier. So, blau. Die Richtung. Unten oder oben? Oben, glaube ich. Oder unten. Ist hier denn unten außer... Ach komm, geh mal ins Loch. Ist einfacher, als wenn wir jetzt stundenlang den Berg hochklettern. Ist hier denn noch was? Na gut. Gehen wir mal rein. Abgrund am Totenkopfteich im inneren Akala. Malaka Akala. Oh oh. Oh oh. Ja, es tut mir leid, aber ich muss hier weg. Ich muss weg. Falls das überhaupt geht. Okay, die beschmeißen mich gleich mit Scheiße. Okay, oh, wo ist... Prinzesschen. Lass er mich... Oh, noch mehr. Shit. Okay, lass mich durch, lass mich durch. Deine Power. Prinzessin, wo bist du? Jetzt wird's ruckeli-zuckeli. Shit, shit, shit. Ich möchte die doch alle gar nicht bekämpfen. Ach komm. Macht kaum Schaden. Ah, warte mal. Macht kaum Schaden, weil das. Thank you.
Ach, und der Stalinox wirklich? Muss ich das machen? Shit, das war nutzlos. Wobei, das war geil für die Helligkeit. So, was habe ich denn für Waffen, die geil sind? Die Stalax ist eigentlich... Oh, und mein Rodonitstab macht es nicht mehr lange. Okay. Prinzesschen. Wo bist du? Okay, weiter. Weiter im Programm. Okay, weiter, weiter, weg, 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 weg. So. So, aber Sauge haben wir erledigt, ne? Schon meine Axt ist auch noch zerbrochen, ey. Aber wir haben das Auge immerhin erledigt. Wir haben Stalinox besiegt. Im Untergrund. Großer Sonau-Energiekristall. So viel wert wie 20 kleiner. Moment. Was haben wir hier? Ein Big-Goron-Schwert. Den hält das Big-Goron-Schwert. Ja, geil. Für den Ocarina-Helden. So, Prinzessin. Ja, nee, du bist der andere. Ich hier, wollte eigentlich durch den Durchgang, aber der war schön verschlossen. Mal gucken, wo der ist überhaupt. Wenn wir mal ein paar Pfeile drauf zimmern. Nee, das muss hier sein, wo die gekämpft haben, ne? Da, ja. Wirklich noch mehr. Ja, auch wenn mein Bogen zerbricht. I don't really care. So viele Pfeile habe ich nicht mehr. Ach, ist schon zerbrochen. Okay, dafür kann ich auch den Billo-Bogen nehmen. Wie viel denn noch? Okay, dann nehmen wir mal Felsbrockhammer, dafür ist er ja da. Nee. Kannst du mal... Ach, ich darf, glaube ich, gar nicht da stehen, ne? Immer noch nicht. Und da ist der Felsbrockhammer zerbrochen. Ups, schmeißen wir mal weg. Ich gebe mir den rostigen Zweihänder. Nee, Synthese bitte. Ich muss mit dem Stein, möchte ich es bitte. Moblin-Knochen. So, also, wo waren wir? Ah, wir haben es rausgeschafft. Okay, Prinzessin, kommst du her bitte? So, jetzt kann ich die andere Waffe wieder anziehen.
So, aufnehmen, nicht kaputt hauen. Eine Irrknospe. Wo sind wir denn gerade hier? Haus der Knochen in Akala. Das ist das Loch, wird damit signifiziert. Ist das wieder eine Wand hier? Schon wieder. Das ist aber eine gefährliche Ecke. Schon zerbrochen. Oh, ich möchte mein Bikoron-Schwert aber nicht verwenden dafür. Muss ich wohl, ne? Ach, ich sollte nicht nach vorne gehen, sondern einfach nur hauen. Wo bist du denn, Prinzessin? Ich sehe so gut wie nichts hier. Soll nicht so easy hier hinkommen. Ich glaube, jetzt sind wir raus. Okay, sehen wir hier irgendeine Knospe oder so? Wo bist du denn? In welche Richtung bewege ich mich denn hier? Guck mal, ich bin komplett weit weg von da, wo ich sein sollte. Ich gehe mal in die Richtung. Warum nicht? Ich sehe zumindest kein Miasma. Das ist ja schon mal was. Ey, und da? Das wäre eigentlich eine Lore oder so? Oh ne, jetzt bin ich an der Wand. Aber ich will nicht an die Wand, ich will weiter. Ah, da ist Miasma. Da sind Gegner. Da ist eine Untergrundschlange. Wo ist denn hier mal... Weiß ich hier... Da sind... Hier sollte ich ja eh runter können wahrscheinlich. Kommt noch einer, damit wir nicht ins Miasma geraten. So, Irrlichter. Habe ich gerade eine Bombe gehauen? Eine Bombenknospe gehauen? Das ist nicht gut. Das sollte ich nicht machen. Bombenknospen hauen. This I should not do. Das sollte ich nicht tun. Wo hast du mich denn hier? Oh, immer noch im Haus der Knochen. Oh, aber ich hoffe mal, die sind jetzt offen. Ich war doch schon so weit. Ich will zumindest, würde ich einmal gerne freischalten. Wehe, die Wand ist wieder zu, aber die sollte ja nicht zu sein, ne? Wenn man einmal aufgesprengt hat, das merkt sich das Spiel doch nur. Ich weiß nicht, in welcher Ecke. Wahrscheinlich südlich. Kann ich mir vorstellen, das sieht nach Durchgang aus, oder? Das ist wieder zu, oder was? Ah, shit. Nee. Dann lass mal stecken, mein Freund. Wenn das wieder zu ist, machen wir uns die Mühe jetzt nicht nochmal. Ist hier irgendwo ein Turm? Lasse er mich... Warte, ich positioniere mich mal kurz um. Lasse er mich den Turm mal nehmen? Das ist immer das Schwierigste, ist dann so der Mic-Abstand, wenn ich mich mal anders hinsetze. Weil der soll das ja einigermaßen gerade haben, ohne dass es zu sehr übersteuert. Aber ich trotzdem noch laut genug zu hören bin. Das ist immer eine Kunst für sich. Deshalb hoffe ich, es geht halbwegs für euch. Selbst in meiner neuen Position. So, das Blau war... Ich
Ich könnte auf die Mini-Insel dort abzielen. Natürlich mal gucken, ob wir die bekommen, die Mini-Insel. Oh, jetzt habe ich, aber in der Theorie könnten wir es vielleicht sogar schaffen, die Mini-Insel zu kriegen. Denn ich habe hier das extra Stamina, ne? Ah, ich könnte aber vielleicht ein bisschen zu tief schon sein. Also wenn ich konsequent dranbleibe, mich nicht ablenken lasse und immer booste, so gut es geht, sollte es vielleicht gehen. Aber wir werden schon in den gelben Energiebereich dippen. Ja, wir probieren es mal. Das sieht eher nach etwas aus, wo man landet eigentlich, ne? Also, dass ich von oben dann darunter lande. Wirklich? Oh, hier musst du mich erwischen, ey. Du Pansen. Ah, oh, ich glaube, es reicht nicht. Ich glaube, es reicht jetzt nicht. Auch damit nicht. Dass hier mich hier oben angreift, ey. Kriegen wir es noch mit einem hin? Ah, nee, das reicht nicht ganz. Na, ich muss jetzt hier abbrechen. Damit ich noch ein bisschen Parasegel habe. Ah, shit! Ich habe den guten Hammer zerbrochen. Oh, ich bin so ein Dummsack. Der macht nicht so viel Schaden vergleichsweise. Aber immer. What? Okay, uff. Nur ein bisschen mehr. Immer die Fleischreisbällchen. Immerhin habe ich das Bigoron-Schwert noch. Hey, mein Freund. Deine Waffe zerbrennt. Ich habe Aufwind geschaffen. Hier sind wir. Ah, okay, hier. Ist da noch mehr Gegner? Der ist doch jetzt geschafft, oder? Was jodelt das denn hier? Oh, da ist ja noch einer. Ach, ist er da unten? Jetzt ist er zerbrochen. Ja, selbst das Magie befeuern. Kostet Energie. Oh boy. Da ist der Stall wieder unten, ne? Die Schreine, die wir gemacht haben, leuchten nicht mehr, oder? Die Schreine, die wir gemacht haben, leuchten dann nicht mehr, würde ich sagen. Oder ist das einfach nur nicht reingeladen? Nee, das hat leider flugtechnisch nicht geholfen hier. Wollen wir es mal wieder klassisch auf den Weg machen. Ich wollte eigentlich die Schuppe. Komm, wo ist der Turm? Schrein, schrein, schrein. Hier ist der Turm. Dann lass uns wieder zurück auf die Zora-Mission. Wir haben uns sehr ablenken lassen vom eigentlichen Weg, weil ich den verdammten Schmied nicht gefunden habe. Grab ein Loch, Bello. Habe ich ihm gegeben, aber nur manchmal spornt er so ein Leckerli einen Hund zu erstaunlichen Leistungen an. Ja, mir ist er nur gefolgt im Spiel. Aber andernorts hat er wahrscheinlich schön einen lecker Schmecker vom Egger gemacht. Rutsch.
So, Moment, lass mich mal da raus. Den Gerudo-Bogen und, oh, ich habe das, ah, was für eine, guck mal, was für eine Schwertscheide ich für das Bikoron-Schwert habe, ne? Ah, oh, wie geil. Es ist eigentlich, aber es ist nicht unkaputtbar, das Bikoron-Schwert, ne? Das wäre ja noch geiler. Ach, genau, hier sind wir runter. So, wo wollen wir denn hin? Der gelbe, ups, oh, muss mal anmachen hier. Wir wollten nach Toto. Wo ist Toto? Das ist grün. Toto ist grün. Da drüben hatten wir... War das da drüben da, wo wir unseren Kollegen getroffen haben? Oder war das der See? Nee, das ist... Guck mal, das ist ein großer See, wo alles runterdödelt. Erstaunlich, wie sie das mit der Physik hier bei diesem Spiel hinbekommen haben. Nintendo ist schon bei Breath of the Wild, also. Gaming, Physik und alles ist schon ziemlich krass. Dass es auch wieder so gut funktioniert hier. Oh, nicht berühren die Schlacke hier. Aber wir sind, das ist hier richtig, ne? Blub. Blub. So, also, das ist der Toto-See. Das ist wahrscheinlich der Wissenschaftler oder so. Dumja. Oh, ich verstehe diesen Gelehrten nicht so richtig. Wie kann er beim Forschen nicht etwas vorsichtiger sein? Achso, ist er gar nicht. Huch! Hat mich jemand bei meinem kleinen Selbstgespräch belauscht? Ja, vielleicht. Ah, also, bitte nicht falsch verstehen. Yato sagt, es wäre für die Untersuchung und fasst dabei alle möglichen gefährlichen Sachen an. Als eine Wache mache ich mich das ziemlich nervös, darum habe ich mich ein wenig beklagt. Ruin? Achso, siehst du das Loch da? Durch den Kataklysmus wurden die Klippen zerstört und die alten Ruinen kamen zum Vorschein. Dann leitete Prinz Sidon eine Untersuchung ein. Der Prinz Sidon, das ist das Fachgebiet des Gelehrten Yato. Yato, deshalb, daher ist er wirklich begeistert und sieht sich jeden Winkel der Ruinen an. Dann gehen wir mal rein, ne? Steht, ne, da steht auch davor nur, ne? Oder was ist hier passiert? Eine antike Zora-Tafel. Hm, die eleganten Schwünge. Eine Inschrift, die wie eine stürmische Wogen, die wie stürmische Wogen anmutet. Diese antike Steintafel haben unsere Ahnen vor langer Zeit angefertigt und uns hinterlassen. Stelle dich auf das Land des Himmelsfisches, Tropfen Wasserbrücke. Okay. Puh. So ein Pech, der Text ist nur in Fragmenten lesbar. Hm? Wat, wer bist du denn? Oh Link, verzeih meine Unhöflichkeit. Ich muss dir unbedingt von meiner großartigen Entdeckung berichten. Dabei handelt es sich ohne Zweifel um eine uralte Steintafel der Zoras, auf der auch der Himmel erwähnt wird. Allerdings ist die Steintafel stark beschädigt, sodass sie für mich nur sehr wenig Sinn ergibt. Wenn ich sie, wenn ich doch nur ein klein wenig mehr erkennen könnte, was soll ich jetzt nur tun? Ja, wir müssen die irgendwie vielleicht wieder herstellen. Wo ist denn die Höhle, die zu Vorschein kam? Wobei, das ist die Höhle, die zu Vorschein kam. Oh, warte mal. Oh, ich glaube, ich weiß. Es ist nicht diese Kraft, sondern diese. Ah, nee, die Teile liegen nicht herum, ne? Gut, dann lag ich mit meiner Annahme falsch. Hm, okay. Vielleicht muss ich seine Interpretation lesen und erstmal hoch in den Himmel. Kann natürlich auch sein. Der steht direkt über uns, wo wir nicht ganzzeitig hingekommen sind. Sag's mir bitte nochmal. Ich aktiviere aber schon mal den hier. Für nachher. Moment, ich muss... Also, so schön das extra an Stamina ist, aber dieser kleine gelbe Futzel macht mich fertig. So. Sorry.
ein weiteres Teil der Steintafel finden lassen würde. Und ich hier unter Wasser. Nee, unter dem Wasser werde ich hier nichts finden. Weil das Ding klöppelt hier zu volle Pulle drauf. Ich dachte, vielleicht kann ich das wegspülen, aber das wird da nichts. Ist hier ein Teil der Steintafel? Ah, da ist er. Okay, muss ich doch nicht hoch. Wie kann ich das denn wegmachen, ohne dass ich immer Wasserhydranten spawnen muss? Habe ich denn irgendeinen natürlichen Wasserkübel, den ich benutzen kann? Ein paar Hydranten habe ich ja noch. Drei. Lass mich dich merken hier. So. So besser? Die Steintafel, Link, ich bin dir zu Dank verpflichtet. Oh, jetzt kann man, ja, jetzt ist die Inschrift lesbar. Stelle dich auf das Land des Himmelsfisches und erblicke inmitten schwebender Felsen einen Tropfen. Durchschieße ihn mit dem Symbol des Königs. Dies enthüllt das Versteck der Wasserbrücke, die uns Zoras mit dem Himmelsvolk verbindet. Ja, Wasserbrücke, da werde ich wirklich auch die Schwimmrüstung dann brauchen. Das ist ja umwerfend, ein Weg in den Himmel, eine Möglichkeit, erhabenste Sphären zu erklimmen. Doch nicht so vorschnell, schließlich gibt uns der Text zuvor auch noch allerlei Rätsel auf. Was genau mag mit den Begriffen gemeint sein? Wie sollen die Schritte durchgeführt werden? Fest steht, hier ist die Rede vom Symbol des Königs. Ob seine Hochheit König Dorefan mehr dazu weiß? Zu langsam müsste er von seiner Suche nach dem Ursprung des Schlamms doch wieder ins Dorf zurückkehren. Dann können wir Dorefan ja mal fragen. Jetzt muss ich meinen Dranden doch liegen lassen. Pack mal runter. Mach mal auf. Nimm mal mit. Kann ich hier mal ein bisschen Mario Sunshine machen? Mario Sunshine. Funktioniert tausendmal besser als bei Mario Sunshine hier. Ach, wie nervig. Das hätte genau so hätte das bei Mario Sunshine funktionieren müssen. Einfach mal hier schon weg. Und nicht jeden kleinsten Futzelputzel. Ah, vielleicht ist das auch der Grund, warum ich nicht Power Wash Simulator gespielt habe. Das haben, finden Leute ja so doll. Aber ich glaube, das ist noch Mario Sunshine PTSD, das ich habe. Aber schön, den Schleim hier mal wegzumachen. Also lang hält das zwar nicht an. Aber wenn ich das schon gecraftet habe, dann bitte auch mal richtig. Vielleicht finde ich auch noch was. Nee, na gut, weg mit dir. I don't care anymore. Prinzessin in Enzian, ja, immerhin. Guck mal, wie sauber und frisch und rein ich das gemacht habe. Oh, da oben wäre noch was gewesen. Ja gut, dann lass mich dann noch einmal bitte. Wie kommen wir ins Dorf am besten? Ich glaube, über den Turm wieder, ne? Ist der richtige Turm? Ne, der Turm ist es. Ne, das ist ein Schrein. Wo ist ein Turm? Hier ist ein Turm. Damit wir wieder im Dorf landen. Und der muss doch irgendwo, der Schmied muss doch irgendwo da sein. Der Schmied muss mir doch sagen, wo die Arowana zu finden sind. Die Arowana-Fischchen. Muss aber auch irgendwo hier in der Nähe sein, ne? Oder ganz anderswo. Nein, die Armen, nee, die Gemahlin, die Verlobte meinte ja. Die Gemahlin in Spee, die Verlobte. Sie meinte hier eigentlich schon lange weg. So, lass mich hier mal kurz rüber. Dann können wir los. Dann können wir Sturzflug. Und pfiuh. Wir brauchen mal speeden. Dauert es nicht immer so lange. Habe ich hier noch einen Schrein, den ich übersehen habe?
So. Das können wir ein bisschen chilliger machen. Das nennst du Dorf, ey. So, ist der König wieder da? Ein Geheimnis. Die Kinder scheinen viel Spaß bei ihrem Geheimspiel im Thronsaal zu haben. Sie versuchen, König Dorofan nachzumachen. Ich würde gerne zu gern wissen, worüber sie sich unterhalten. Sie machen ihn nach. Ja, aber sie sagen, es wäre alles geheim und lassen keine Erwachsenen in ihre Nähe. König Dorofan persönlich soll ihnen aufgetragen haben, alles geheim zu halten. Was das wohl für ein Geheimnis ist? Ich meine, wenn es das Geheimnis von König Dorofan ist, sollte Prinz Sidon doch davon erfahren. Das ist doch eine gute Ausrede, ein guter Grund, um sie zu belauschen. Dann könnte ich zu Prinz Sidon gehen und ihm davon erzählen. Aber wenn ich versuche, mich hereinzuschleichen, bemerken sie mich. Sie haben sogar Legotan rausgeworfen, Letogan, als er den Thronsaal putzen wollte. Gibt es nicht irgendeine andere Möglichkeit, ihnen aus dem Verborgenen zuzuhören? Können wir bestimmt irgendwie machen, aber... Wo ist der König? Königsschlag. Wow, Dorofanke. Cool, der König ist knallhart. Wahuhu. Tembo, wenn die Wasserfälle fallen. Oh nein, ich habe verloren. Pitch, patsch, plitsch, platsch, schlimm, schlamm. Schlimmer, schlimmer, schlamm. Grill, schreckliches Monster, deshalb... Diesmal bist du mir über. Ich muss mich zurückziehen auf ins Geheimhaus. Dort bin ich sicher. Und? Hä? Oh hey, was willst du? Wir haben schon genug Leute zum Ich-bin-König-Dorofan-Spielen. Keiner kann mehr mitmachen. Und du machst unser Spiel voll kaputt. Geh sofort weg, sonst verbannt dich der König. Jawohl. Okay, da muss ich von außen klettern. Aber wo ist denn König Dorofan hier? Oh, warte mal. Die Map. Tagebuch öffnen. Hätte ich da oben sein sollen? Ne, Giotto rät König Dorofan zu fragen. Aber es ist auch ein Hauptziel. Zora-Rüstung ist immer noch hier. Dorofan ist da. Ich kann es ja mal probieren. Mal kurz gucken, ob ich den Schmied irgendwo hier sehe. Ein Pfeil, finde ich gut. Schlamm einfach eklig. Uralter Arowana. Oh, was ist denn hier denn los? Lehren der Zora Zusatz 2. Meine große Aufgabe als abschließender Kommentar niedergeschrieben von Sidon, Prinz der Zoras. Mir, Sidon, wurde die Ehrenfolge übertragen, die ehrenvolle Aufgabe übertragen, die verwitterten Zora-Gedenksteine neu zu gestalten. Rund um das Dorf der Zoras gibt es 11 dieser Steine und ihr, werter Leser, steht gerade vor einem. Eine Neugestaltung der Steine bedeutet, dass sie die Worte meines Vaters des Königs Dorofan verschwinden. Einige rümpfen die Nase, dass in Jungspund, wie ich nun die ehrwürdigen Worte meines Vaters auslösche, doch es war ja niemand anders als König Dorofan selbst, der mir den Auftrag dazu gab. Mein Vater betonte stets, dass meine Abstammung von ihm nicht zwangsläufig bedeutete oder bedeutet, dass ich ihm nachfolgen könne. Aber ob ich zu königlichen Weihen geeignet bin, kann man schlecht den Himmel fragen, nur das Volk. So hieß er mich denn, meine innersten Gefühle und Überzeugungen für alle sichtbar auf diesen Steinen zu offenbaren. Gehorsam habe ich nun die 11 Steine beschriftet. Der Rat meines Vaters half mir über meine Unsicherheiten hinweg. Ich weiß nicht, wie viele Leser diese Worte finden werden, aber ich hoffe, sie vermitteln ein Bild meiner Gedankenwelt. Bis in vielen 100 Jahren mein Nachfolger sie überschreibt, mögen meine Gedanken jedermann offenbar sein. Werden wir auch in der Switch 2 da mal sehen. Wie könnte ich denn die Kids belauschen? So halb. Ich dachte, ich werde... Wie kann ich mich denn sonst ranschleichen? Ich bin ja jetzt gerade von hinten. Das Wasser rein. Ja, wirklich ranschleichen, geil, kann man sich ja nicht, ne? Naja, gut. Wer bist du denn? Ach so, ein Pelikan. Das nervt mich alles ein bisschen, dass ich hier den Schmied nicht finde. Hat der Schmied einen eigenen Laden oder steht er einfach irgendwo rum?
Also meine Vermutung ist es natürlich, dass der Schmied mir einen Tipp geben muss, sollte, könnte, dürfte, wäre nett, um die uralten Arowana zu finden. Aber es muss natürlich nicht sein. Geh mal nach vorne hier. So richtig viel haben wir hier auch noch nicht untersucht. Ach, das war der Schrein, wo wir waren. Okay. Hier ist eine Kuhle. Mogawaka-Schrein. Das ist ja einfach nur eine Base hier, das ist ja kein Haus oder so. Und oben war das Hotel. Spring, mein Freund, spring. Spring nochmal. Spring ein drittes, viertes, fünftes Mal und ein sechstes. Also deine Wasserfrüchte hatten wir das schon. Schein Geflücht, Kataklysmus. Kennst du Dore fahren? Kann ich Dore fahren? Ich glaube, er ist losgezogen, um den Schlamm zu untersuchen. Wenn du ihn suchst, brauchst du dich nicht zur Südseite des Dorfs zu bemühen. Dort ist er ganz gewiss nicht. Muss ich alle mal nach Dore fahren fragen. Willkommen, willkommen im Maro-Markt. Aufgrund des Schlamms. Blablabla. Also habe ich mir gedacht, dass ich wenigstens ein Lied über den Schlamm singen kann. Lass hören. Ja, whatever. I don't care about your song. Danke für deinen Besuch. Hier ist der Krämerladen Korallenriff. Ich würde heute die Wasserfrüchte empfehlen, die wir besorgt haben, um des Schlamms Herr zu werden. Ah, ich müsste die. Ach so, ich kann die. Ich will verkaufen. Ich kann die Wasserfrüchte. Ah, anstatt der Hydranten muss ich die Wasserfrüchte drauf werfen. Habe ich die hier? Nach Typ. Wo sind denn die Wasserfrüchte? Wie sehen die überhaupt? Ich meine, ich habe welche eingesammelt, ne? Raubschleimstein. Energie. Ne, da müssen das vielleicht wirklich Früchte sein. Das hier. Ah, okay. Die kann ich wahrscheinlich dann werfen. Okay, um dann den Schmierkram wegzuwerfen. Warte, was können wir verkaufen? Alter, die Verkaufspreise sind ja scheiße hier, ne? Guck mal, 350. Ich habe 1400 dafür ausgegeben. Nicht mal die Hälfte kriege ich. Ich krieg ein Viertel. Fuck off, ey. So, wir haben gesehen, dass die Steine richtig geil sein können, wenn wir die an entsprechend, ich verkau entsprechend dann dranheften an, ja, Zauberhalterung, Zauberstäbe. Aber wir haben leider nicht so viele. Deshalb verchecke ich erstmal hier alles. Wir finden ja bestimmt, wenn es soweit ist, dann wieder welche. Und Geld können wir immer gebrauchen. Kaufe alle. Ich verkaufe alle. Wir haben schon 2000 Geld. Achievement unlocked. Und Leuchtsteine. Besondere Gewänder daraus fertigen. Praktisch, aber es geht nach einem Schlag kaputt. Ja, den Rest kann ich mal lassen. Also der hat nicht mehr so viel geilen Kram hier. Alles ausverkauft, doch da. Holzpfeil. Oh, was kostet Holzpfeil? 20 für 5. Ey, fuck off, ist mir viel zu teuer. Viel zu teuer ist es. Dieses Buch. Es sieht aus wie eine Aufzeichnung der königlichen Familie, die etwas älter ist. Ich vermute aber, dass alles über die Verbindung zwischen den Zoras und dem Himmel viel älter sein wird. Also müssen wir die Ruinen, die sich Giotto ansieht, die müssen der dicke Fisch sein. Und du? Dento, bist du der Schmied? Willst du mir bei etwas helfen? Ah, da ist der Schmied. Geil. Also er ist im Konglomerat hier, aber es ist kein separater Schmiedladen. Du suchst also nach einem uralten Arowana. Mal überlegen, ich habe gehört, dass einer bei Mifas Statue gesichert sein soll. Diesen braucht man für die Zora-Rüstung. Das wurde lange keiner mehr gesehen, doch nun taucht er plötzlich auf. Eine Folge des Kataklysmus. Da gehen wir gleich rauf. Das ist ja hier bei Mifas See.
Die gute alte Mifa. Mifa, Mifa, Mifa ist doch für den Charakter, sagt doch über den Charakter gar nichts aus. Ich hätte gedacht, dass ich irgendwann die andere Ecke von Hyrule reisen muss, aber wenn das so ist, dann gib mir einen Arowana. Das ist Mifas See, ne? Mifas Stätte. Oh, liegt da ein Buch? Mifas Stätte, Bericht zur aktuellen Lage. Es fällt täglich mehr Schlamm. Ein Ende dieser Katastrophe ist gar nicht absehbar. Wir haben es Prinz Sidon zu verdanken, dass das Wasser, das ins Dorf fließt, zum größten Teil sauber ist. Aber der Gebirgsweg zum Totosee, an dem Dumya sich aufhält, ist mit Schlamm überzogen. Ein Besuch dort ist nur ratsam, wenn man Wasserfrüchte in ausreichender Menge mit sich führt. Okay, das hätten wir vorher lesen können. Ist hier ein Arowana? Oder sind wir angeschissen, weil hier der ganze Gelump drin ist? Oh! Nee, das ist nur eine Ausdauerkrabbe. Bin ich hier bei der Wassertreppe. Das Kap der Prüfung ist da oben. Mifas Stätte ist doch auch Mifas See, oder? Oder irre ich mich dann da? Da haben wir das doch, Mifas Statue hier, oder? Da! Ein uralter Arowana. Ja, geil. Wir hatten schon mal welche. Oh, ist noch einer. Da war noch einer gerade. Weil das schien ja nicht neu zu sein, ne? Oder habe ich den schon aufgenommen? Lass uns erstmal raus hier. Fließt, schwimmt da noch einer rum? Ach, liebe Mifa. Ah ja, da. Lieber ein bisschen mehr. Dieser der Fisch. Oh Junge, schön dich zu sehen, Link. Sehe ich doch mal um, das Donnerhorn hat sich verändert. Es ist jetzt ein Park mit einer... Ach, jetzt muss ich wieder umsetzen. Ein Park mit einer Statue von Mifa. Sie wacht über meine Wenigkeit und all die anderen Zoras hier. Wir können uns des Schlamms nur erwehren, weil jeder mithilft und weil uns die Statue ihren Schutz gewährt hat. Hat sie das. Ja, übrigens, zu Füßen dieser Statue schwimmt ein Fisch umher, den habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ich glaube, ich habe vorhin auch ein Platschen gehört. Ob er wohl näher bei Mifa sein wollte und deshalb geradewegs in ihr Becken gehüpft ist? Das kann natürlich sein. In welche Richtung wollen wir jumpen? Das ist schon hier richtig rum, ne? Ah ja, da ist das Dorf der Zoras. Ja, umso besser. Brauchen wir nicht jumpen extra. So. Dann kriege ich ja die Zora-Rüstung jetzt. Das ist schon mal ganz gut. Sehen wir hier irgendwo einen anderen Schrein? Der leuchtet. Wir haben jetzt gelernt, wenn es leuchtet, ist noch frisch. Wenn es leuchtet, ist es noch ganz frisch. So, richtig rum. Nee, Moment, da hinten. So, gib mir jetzt mal meine Rüstung, Mann. Dame, hier. Guten Abend, Link. Sag, hättest du vielleicht diesmal einen uralten Arowana für mich dabei? Wenn ich den hätte, könnte ich nämlich die Zora-Rüstung für dich reparieren. Hier, bitteschön. Ein uralter Arowana, ich bin ja so froh. Mit diesem Fisch kann ich deine Zora-Rüstung endlich vollenden. Bitte warte kurz, ich muss zu meinem Werkzeug. Wird überhaupt nicht lange dauern. Bitte sehr, wassertauglich und wie neu. Einwandfrei repariert. Zora-Rüstung, Schwimmtempo hoch. Von der verschiedenen Zora-Prinzessin gefertigt.
ermöglicht es auch Hylianern, Wasserfälle hochzuschwimmen. Ja, die armen Mifa, ey. Bitte schön, nimm. Und unser aller Segen für deine künftigen Taten begleite dich. Ich bin wirklich glücklich, dass mir die Reparatur gut gelungen ist. Die Rüstung ist wahrhaftig ein Schatz sondergleichen. Die Zora-Rüstung gestattet es Hylianern wie dir, Wasserfälle zu erklimmen. Natürlich weißt du das bereits. Mögen dir ihre Kräfte auf deiner Suche nach ihrer Hochheit, Prinzessin Zelda, von Nutzen sein. Ein Schlammwasserfall kann man leider nicht hinaufschwimmen. Diesen Wasserfall solltest du mit deinen Fähigkeiten aber hochschwimmen können, auch wenn er etwas trüb ist. Machen wir gleich mal. Ich hoffe, dass dir die Rüstung bei der Suche nach der Prinzessin Zelda helfen kann. Danke sehr. Was ist denn Mifas Stätte? Eine kleine, aber sehr teure Gedenkstätte, die vor kurzem auf dem Donnerhorn errichtet wurde. Früher trieb auf dem Berg ein schreckliches Monster sein Unwesen und wenige von uns trauten sich überhaupt dorthin. Doch nachdem das Ungeheuer vertrieben wurde, beschlossen wir, eine Art Stätte des Friedens und der Andacht zu bauen. Und sogar noch mehr, jener Ort ist auch Ursprung des reinen, klaren Wassers, das dem Dorf der Zoras Leben schenkt. Wo ist denn der König jetzt? Seine Hochheit soll das Dorf verlassen haben, um den Ursprung des Schlamms auf den Grund zu gehen. Da sein Volk so arg mitgenommen sei, wollte er diese Last allein schultern. Er ist wahrhaftig wie sein... Oh, jetzt rutsche ich hier wieder. Wahrhaftig wie sein Sohn. Ein so herzensguter, starker König. Jeder hier im Dorf sehnt bereits seine Rückkehr herbei. Könnte es sein, dass Jona böse ist oder so? Die ist eigentlich ja sehr nett und zuvorkommt, aber irgendwo brauchen wir nochmal einen Heel-Turn hier mit der Story. Sogar unsere Kinder haben ihn lieb. Eure Kinder oder allgemein die Kinder, sie spielen oft im königlichen Thronsaal, ich bin König Dorefan. Ah, da bekomme ich Hinweise für König Dorefan. Ich muss das Ding mit den Kindern lösen. Okay. Also kein Bonus, sondern ich muss das tatsächlich lösen. Ziehen wir mal kurz die Rüstung an. Sortieren wir einmal. Nach Sets. Nach Körperpartie. So, wo ist der... Welcher Wasserfall war es, der da? Den wir hoch können. Der da drüben, ne? In der Stadt sind meine Kollegen nicht, ey. Ich wollte einfach nur mit dem Windeimer pusten. So, dann lass mal gucken. Oh, ich sehe die Stromstände aber so schnell. Ja, ich hätte da rein fliegen sollen, ne? Nicht von unten reinschwimmen, sondern flieg. So. Jawohl. Das ist schon ganz schön geil, ey. Pust mich mal hin. Kann ich weiter hochschwimmen. Ja, das ist schon geil, ey. Das ist schon ein geiles Feature gewesen. Das gab's ja. Ja, das haben wir ja im Breath of the Wild ja gemacht. Ey, was für ein Game das ist hier. Absoluter Wahnsinn. Absolute Craziness. Und schon sind wir hier oben. Oh, das können wir auch jetzt so schieben. Haben wir auch gar nicht gemacht bisher. Interesting. Dass ich den einfach so schieben kann. Jetzt sind wir wieder bei der Kacke hier angekommen. Okay, nee, zu den Kids. Die Kids abhören. Weil die haben ja den Auftrag von König Dorefon bekommen und wir wollen ja herausfinden, was jetzt Phase ist. So, die Kids sind im Thronsaal. Wir haben schon versucht, an denen vorbei zu kommen. Also von hier reichte das... Ah, falsche Ecke. Ich wurde vertrieben. Lithogan, also wirklich, ich will den Thronsaal sauber machen, aber die Kinder haben mich einfach rausgeworfen. Sie haben gesagt, dass sie ein geheimes Spiel spielen und keine Erwachsenen erlaubt sind. Aber ich habe sie gehört, in diesem Spiel tun sie so, als seien sie König Dorefan und zudem spielen sie die jüngsten Ereignisse nach.
Das macht mich echt neugierig und ich will mitspielen. Ich meine, als Erwachsener sollte ich auf sie aufpassen. Ich frage mich nur, wie ich nah genug an sie herankomme, ohne sofort entdeckt zu werden. Ein Versteck wäre klasse. Kann ich denn irgendwas mitnehmen? Und mich dann da drin verstecken. Gibt es denn hier was? Ein Versteck wäre klasse. Na, keine Sachen zum Mitnehmen hier wirklich. Hey. Ich kann hier ja meine. Oh, Dingsies eintauschen. Gar nicht gesehen. Aber ja, ist ja logisch, dass die auch eine haben. Gib mal Ausdauer, komm. Ich nehme gleich noch eine Ausdauer. Ba-ba-da-da-da. Wie viele Rollen können wir denn haben von der Ausdauer? Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ausdauer, ba-ba-ba. Ach, noch eine Runde. Geil. Gib mir noch mal Ausdauer. Ups. Oh, scheiße, ich habe auf B gedrückt. Sorry. Sorry mir gegenüber. Ausdauer. Ja. So sei es. Heilst du wenigstens nicht meine Energie auch wieder voll? Wahrscheinlich nur, wenn ich einen Herzcontainer mir genommen hätte. Dann sind die nächsten Teile wieder Herzcontainer. Schön Min-Maxing. Bringe der Welt den Frieden zurück. So. Also was mitnehmen kann ich nicht wirklich, wo ich ein Versteck bauen kann. Oh, doch da. Doch hier kann ich was holen. Bauen wir das. Oh, das war falsch. Ich wollte eigentlich nur die Töpfe zerstören, aber die Többe. Waren zu nah dran an der Kiste. Okay, ist die Kiste gerade verschwunden? Das. Ne, ja, okay, die Kiste zählt wohl nicht. Zuhören, okay. Ich habe die Heldentat vollbracht, hurra, aber der klebrige Schlamm hat mich erwischt. Was tue ich nur? König Dorefahn, zettet euer Zeben, zwimmt in euer Zeck. Hey, so redet Mutsu doch gar nicht. Mach's gefällig richtig. Wieso muss ich überhaupt Mutsu und das böse Ungeheuer zugleich spielen? Das ist doof. Hey, sagt mal, wie ist das nochmal, wo König Dorefahn sich versteckt? Also ich weiß das noch. Seine Hoheit hat es mir ja persönlich gesagt, weil ich so wichtig bin. Und das heißt, irgendwas mit Krawall, Kristall, Kristallwasserpalast. Kristallwasser, ui, das klingt so schön, ob das vielleicht irgendwo ist, wo besonders klares Wasser fließt. Dabei ist das ganze Wasser im Umfeld des Dorfes ja zum größten Teil mit Schlamm verdreckt. Oh ja, irgendwo zwischen dem Donnerhorn und dem Dorf soll es eine Stelle mit klarem Wasser geben. Und da soll es auch einen geheimen Eingang geben, der hinter einem Wasserfall verborgen ist. Super geheim und super aufregend. Also ein Geheimeingang hinter einem Wasserfall zwischen dem Dorf und dem Donnerhorn. Aber wenn man weiß, wo man anfangen muss, ist es gar nicht, hey, darüber dürfen wir noch gar nicht sprechen. Mutsu hat es uns so 100 Mal gesagt, kein Wort über das Versteck, kein Wort zu keinem. Sei doch kein Frohosch, hört doch eh keiner hier zu, höchstens die Fischlein. Die Fischlein im Wasser. Die machen das. Gut, dann wieder von fort, ich bin der König und ihr zwei seid diesmal Bash und wieder, ich will was anderes spielen. So, lass uns auf die Map mal gucken. Also Donnerhorn, was ist das Donnerhorn? Ist hier vermerkt, Dorf der Zoras. Da, ach, Donnerhorn hier. Kristallwassersee. Ist der so hier vermerkt? Kap der Prüfung, Mieferstätte. Hier zwischen müsste das sein. Also eher der Miek.
doch hier die Wasserfälle hoch. Das ist Donnerhorn. Irgendwo, nee, wir sind ja bei Mieferstätte, Stempel der Prüfung. Also so Wasser. Ah, na, ah, okay. Kein Schlammsee. Das hier ist, was weiß, was gelb ist, ist Schlammwasser, ne? Was nicht gelb ist, also irgendwo hier, hier, hier oder so. Dann lass uns doch nochmal zum Turm hochjumpen. Und dann von oben runter. Machen wir ja doch Progress mit denen hier. Ich schätze mal, das wird vielleicht dann so ein Aufstieg. Wir haben ja über den Zoras diese ganzen Himmelsstätten gesehen. Und vielleicht sind da so Wasserfälle, mit denen ich dann gleich hochschwimmen muss. So in der Luft daran hochschwimmen oder so. Zelda ist so geil. Zelda macht so viel Spaß. Ah, und da sehe ich die Wasserpflanzen. Lass mich die erstmal mitnehmen. Die Wasserfrüchte sind doch ganz wichtig. Hier oben waren auch welche. Wenn wir schon mal hier sind. Weil so viele Hydranten habe ich nicht mehr. So, also. Gehen wir wieder zur Mieferstätte. Wo war sie? Todesstern haben wir ja schon gemacht. Da drüben hin. So, ach shit, ich hätte, das ist blöd, ich hätte einfach hier hinbeamen können, oder? Lass das mal machen. Ich habe ja ganz vergessen, dass da ja ein Schrein war. Natürlich, wir mussten ja nicht zu Mieferstätte dann über den Turm, wie anderswo. Und in der Theorie, ja, okay, die Leiter ist ja unten, wir könnten auch den Schrein in der Zora-Stadt, im Zora-Dorf nehmen, anstatt zu fliegen. Vielleicht benutze ich den Turm ein bisschen zu viel. Das kann natürlich sein. So, aber kaltes, klares Wasser. Let's check this out. Hinter einem Wasserfall. Also die Wasserfälle, die hier sind, die sind, das ist eigentlich hier, ne? Lulusee, einer von den beiden. Beim Lulu oder Mikausee. Nochmal durch. Ui, das ist aber wirklich gute Strömung hier. Ich hätte gedacht, dass hier mit der Zora-Rüstung ein bisschen simpler ist. So, gehen wir hier gleich mal hoch. Also König Dorofan, die Kinder spielen wohl zum Spaß, die wären König Dorofan, aber weißt du, wenn ich ihnen die Fische bringe, dann zack, hören sie auf einmal urplötzlich auf zu spielen. Dabei wäre es wichtig, einmal zu sehen, was sie genau tun. Okay, das habe ich schon gelöst. Da brauche ich noch nicht deine Tipps. Wir probieren mal hier den Wasserfall aufzusteigen. Nee, hier was nicht. Aber ich will noch mal. Ich will mal gucken, was für Fischlis das waren. Oh, eine Kiste. Die holen wir gleich raus. Hier waren noch Fischlis drin. Sind das auch Arowanas? Nein, Hyrule-Barsche sind das. Ich habe die Truhe gesehen. Keine Sorge, keine Sorge. Ich bin zwar blind, aber nicht so blind. Kommen sie zu mir. Kann sie rausgucken. Ein Topäschen. Kann ich die Fische eigentlich so rausholen? Nein, das wäre ja der Hammer. Also hier nicht. An dem Wasserfall. Da muss ich am Lulusee mal gucken. Ich habe Lulu gemacht in meine Hose. Der ist ausgetrocknet hier. Oh ne, ist nicht. Ups. Dahinter was? Das Parasegel öffnet sich von alleine. Oh. Ja, da ist nichts, ne? Ah,
Also Parasegel öffnet sich von alleine. Da an der Seite ist aber auch noch einer, oder? Da sieht das nur so aus. Diese Lücke hier, ne? Da. Oh, entdeckt. Das Talwasserpalast, da ist es. Okay. Boah. Was geht denn hier? Oh, Moment. Da war ich ein bisschen zu übermütig. Lass mich den Wasserfall mal rauf. Okay, nicht komplett rauf. Das reicht. Ist der vordere Eingang. Hallo, König Dorofan. Ga, wer da? Na, sowas, ist das etwa Link? Du hier? Um diese Jahreszeit, in dieser Umgebung. Wie hast du diesen Ort gefunden? Welche Boshaftigkeiten führst du wieder im Schilde? Was? Ich bin doch der Gute. Halt ein, junger Mutsu, guter Mutsu, halt ein. Dein Argwohn ist unbegründet. Ohne ein Wort der Erläuterung wird Link sicher nicht verstehen, was sich hier zuträgt. Oh, Dorofan ist vergiftet, ne? Wir grüßen dich, Link. Lange ist es her, dass wir miteinander sprechen konnten. Wir hörten, dass du wie Prinzessin Zelda ohne eine Spur verschwunden bist. Sag, was führt dich zu uns? Ja, ich möchte sie finden. So, daher fließt also der Strom. Dir und Prinzessin Zelda ist wahrhaft Erstaunliches widerfahren. Prinzessin Zelda soll einfach fort sein, verschwunden sein, wie Schaum in der Brandung, Eure Hoheit. Es ist lachhaft. Es ist lächerlich. Ich selbst sah die Prinzessin mit eigenen Augen gesund und wohl auf. Es war gleich nach Schloss Hyrules bizarrer Wandlung. Gemach Mutsu, das Leben ist oft ein trübes Wasser, das die Sinne, das die, ah doch, richtig, welches die Sinne, das mit einem S, Sinne täuschen kann. Links Augen sind frei von Arglist. Wir sehen ihn nach wie vor als geschätzten Gefährten der Zoras. Es muss eine andere Erklärung für diese Seltsamkeiten geben. Link, lass uns dir erst erzählen, was geschah, als wir Prinzessin Zelda sahen und von den Gründen für unser Exil hier im Kristallwasserpalast. Wir trafen Prinzessin Zelda just nachdem sich Schloss Hyrule in den Himmel erhoben hatte. Schwebende Inseln waren erschienen und schrecklicher Schlamm und Ruinen begannen vom Himmel zu fallen. Mutsu und wir hatten das Dorf verlassen, um die bizarren Ereignisse zu ergründen. Da geschah es, wir sahen Prinzessin Zelda, wie sie in Begleitung eines Ungetüms aus Schlamm vom Himmel herabstieg. Und was dann passierte, war sogar noch viel schrecklicher. Sie befahl der Kreatur, uns anzugreifen. Seine Hoheit focht mit sagenhafter Kraft und konnte das Untier zurückdrängen, doch der Schlamm tat sein Übriges. Der König ist nun aufs Grausamste mitgenommen und Prinzessin Zelda ist ohne die geringste Spur verschwunden. Sollte es hier bekannt werden, dass Zelda dem König solches Unheil angetan hat, Hyrule könnte aus den Fugen geraten. Und genau daher beschloss seine Hochheit, sich hier im Kristallwasserpalast vor der Welt zu verbergen. Du sagst es, dass Prinzessin Zelda in den Kavernen unter Schloss Hyrule urplötzlich verschwand. Und doch zeigt sie sich im Dorf der Zoras und tut uns Grausames an. Ein Mysterium so tief wie das Wasser. Doch für uns Zora steht eine Sache fest, des Rätsels Lösung muss irgendwo am Himmel zu finden sein. Die schreckliche Katastrophe, der Schlamm, das Ungeheuer, ja sogar das Mysterium um Zelda. Wir sind uns ganz sicher, die Antworten auf all jene unerklärlichen Dinge harren in den höchsten Tönen. Sidon sandte Giato, einen der Erforschung von Ruinen überaus kundigen Gelehrten, ja, so ein großer Mittelsatz hier, um der Sache auf den Grund zu gehen. Wir wüssten nur zu gerne, ob er wohl mittlerweile Neues in Erfahrung bringen konnte. Habe ich schon erfahren? Oh, du konntest dich also bereits mit Giato unterhalten. Die Steintafel sprach also von einem Symbol des Königs. Der Begriff ist uns bekannt. Symbol des Königs ist eine andere Bezeichnung für die Königsschuppen der Regenten des Zora-Volks. Sie wurden in den alten Riten so bezeichnet. Wie genau sie allerdings verwendet wurden, ist uns nicht bekannt. Sollten dir unsere Schuppen jedoch von Nutzen sein, zögere nicht und nimm dir so viele du brauchst. Nur keine Scheu. Solltest du eine weitere benötigen, komm zurück und hol dir eine neue. Es sind mehr, als wir je benötigen könnten. Buachochil. Fünf Königsschuppen können wir also synthetisieren. Sie leuchtet je nach Blickwinkel anders und wurde einst bei Zora-Zeremonien verwendet. Zoramonien, hätten sie sagen können. Jedoch stimmt uns eines traurig, etwas, das uns sehr klar geworden ist. Was denn? Einem solchen Monstrum zu unterliegen, ist mehr als Beweis genug dafür, dass unsere besten Zeiten hinter uns liegen. Wer weiß, vielleicht ist der Moment gekommen, unsere Pflichten Sidon zu übertragen. Aber Hochheit. Doch diese Frage werden wir uns erst stellen können, wenn der Schlamm aus der Welt geschafft wurde. Bitte unterrichte Sidon über unseren Verbleib und darüber, was wir über die Königsschuppe verraten haben. Sag ihm, er soll sich nicht um uns sorgen. Er muss das tun, was sein Herz ihm sagt. Okay, das
Ja, ne? Bleib mal runter. Ah, da ruckelt und zuckelt das Spiel doch, wenn ich hier durch den Wasserfall zucke. Also es ist direkt hier beim Mikau-See ist der Kristallwasserpalast. Oben Eingang, unten Eingang. Gehen wir zurück zu Mifras Stätte, da reden wir mit Sidon. Müssen vielleicht dann irgendetwas craften mit der Königsschuppe. Wir haben ja 5 bekommen. Wie gesagt, wir können uns ja jederzeit wieder welche holen. Das heißt also, es sind Verbrauchs-Crafting-Items, die wir wohl brauchen. Aber gut, aber gut. Habe ich Mikau gesagt? Ich meine natürlich Sidon, falls ich Mikau gesagt habe. Ich habe zu viel Majora's Mask gespielt, deshalb... Mikau wird mir in Gedanken bleiben. Das ist ein Entchen. Oh, du trägst ja die Zora-Rüstung. Sie steht dir ausgezeichnet. Ich wette, sie wird dir von großem Nutzen sein auf deiner Suche nach Prinzessin Zelda. Und wo wir gerade von besagter Suche sprechen, hast du schon irgendwas herausgefunden? Alles habe ich. Was? Mein geliebter Vater wurde von einer Kreatur der Finsternis verletzt und Prinzessin Zelda soll sie auf ihn gehetzt haben. Es fällt mir schwer, das zu glauben. Doch trotz allem können wir fürs Erste nur Vaters Worten glauben und uns nicht der Verzweiflung hingeben. Link, ich danke dir von Herzen. Oh, fällt hier noch alles um. Dass du meinen Vater gefunden hast. Prinzessin Zelda, die vom Himmel stieg. Das Monster. Ich sitze jetzt aber wirklich nicht gut hier, habe ich das Gefühl. Diese Stühle, ey. Prinzessin Zelda, die vom Himmel steigt, das Monster und dieser furchtbare Schlamm, alle Spuren führen nach oben. Und das auf der Steintafel erwähnte Symbol des Königs steht also für die Schuppen meines Vaters. Doch was das Land des Himmelsfisches und dieser Tropfen inmitten der schwebenden Felsen sind, bleibt rätselhaft. Stelle dich auf das Land des Himmelsfisches. Das klingt ja, als wäre damit ein bestimmter Ort gemeint. Wenn wir dieses Land des Himmelsfisches erst einmal gefunden haben, wird sicher auch die Sache mit dem Tropfen klar. Solltest du irgendwelche Hinweise finden, gib mir gleich Bescheid. Wir schwimmen einfach diesen Wasserfall da hoch, weil das ist bestimmt diese Himmelsinsel. Weil das ist ja ein richtiger Wasserfall und nicht so ein Schlammwasserfall, ne? Da wir die Zora-Rüstung haben, sagt mir, dass nur, dass ich hier hochschwimmen kann. Jawohl. Oh, ist das geil. Das ist schon ziemlich geil. Guck mal die Insel des Schuppentanzes. Wer hätte das gedacht, dass ich hier so lande. Und hier ist auch überall Schleimi drauf. Aber hier nehme ich dann eher mein... Hier, komm, ich nehme hier nochmal. Ich habe noch 2, meine ich. So. Helfe er mir. La 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 la. La 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 la. Ich mache alles sauber. La 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 la. Wahrscheinlich müssen wir das gar nicht sauber machen, aber ich fühle mich besser. La 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 la. Ich mache alles sauber. Tralalilala. Schau dich das an, ne? Folgt die Steine. Die entsprechend hier das. Die Farbe. Der. Oh, Moment. Hier unten kommen wir ja nicht weiter. Also direkt nicht. Meine Batterie ist auch gleich leer. Ein bisschen warten gleich. Ich will es nur einmal säubern. Vielleicht ist es auch ein Auftrag hier, dass ich das hier erstmal säuber. So. So ein bisschen sprudelt hier immer noch raus. Da unten ist noch was. Ups. Lass mich mal hier. Habe ich alles sauber gemacht? Muss ich die Schuppe an eine Waffe craften und die dann in die Luft halten oder so? Oh, hier haben wir was übersehen. Oh, ist es gerade wieder zurückgekommen? Nein, ne?
Jetzt und ich habe das Ding da unten gelassen. Aber die Batterie lädt ja wieder auf. Wo ist es denn? Wo ist denn der Hydrant? Da ist er. So. Mach das mal hoch. Hallo, mach es mal hoch. Kannst du runter gucken, wenn es so hoch ist. So, da drüben noch. Ich will es nur einmal sauber haben. Ist doch nichts Verwerfliches, oder? Ups. Jetzt hat sie das auch noch ausgelöst hier so. So, ich stelle das wieder ab. Beide. So, gucken wir mal jetzt auf den Platz da oben. Also, wir haben hier so eine Raute. Was sagt denn die Quest-Ansage? Hinweise zur Wasserbrücke sollst du ihm davon berichten. Stell dich auf das Land der Himmelsfisches und blicke inmitten schwebender Felsen einen Tropfen. Durchschieße ihn mit dem Symbol des Königs. Ah, okay, I got it. Da ist das Symbol des Königs. Durchschieße ihn. Wir nehmen den Pfeil. Wir craften eine Schuppe dran. Nach Typ. So, wo ist diese fucking Schuppe dann? Wo könnte sie sein? Bin ich schon drüber? Da ist sie. Got it! Nicht? Ist das nicht das Symbol des Königs? What? Die Insel sieht ja auch wie ein Fisch aus, ne? Okay, fuck, wo ist denn da, wenn das nicht das Symbol des Königs ist, sondern einfach nur blau? Ich dachte, ich hatte es. Weil deshalb, es liegen deshalb hier auch Pfeile rum. Die ich hier mitnehmen kann. Aber wie kann das. Oh, warum ist hier nochmal Sülze? Habe ich das auch übersehen? Oder taucht die nach und nach wieder auf? Was könnte denn sonst das Symbol des Königs sein? Das muss es doch eindeutig sein. Ich mache nochmal ein bisschen sauberer. Stellen wir wieder hin. Also hier sind wir rauf. Himmelsinseln. Überall Schmodder war drauf, den haben wir weggeräumt. Weil der Schmodder hat uns die Sicht verborgen auf dem hier. Nee. Gibt es hier ein anderes Himmelssymbol? Also nochmal auf den Quest.
Stelle dich auf das Land des Himmelsfisches, sind wir, entblicke inmitten schwebender Felsen einen Tropfen. Du schießt hier mit dem Symbol des Königs. Das, vielleicht ist das dann die Raute doch. Nee, nicht Symbol. Das ist, also die Raute ist vielleicht kein Tropfen. Finde einen Tropfen, durch den wir ballern können. Wo könnte ein Tropfen denn sein? Ein symbolischer Tropfen vielleicht. Das scheiße, wenn wir uns neue Schuppen holen müssen. Tropfen. Eine der Inseln. Geformt wie ein Tropfen. Hier ein Tropfen, da ein Tropfen. Ich hätte jetzt die Raute dafür gehalten, aber gut. Wenn dem nicht so ist. Das hier? Nein. Ist auch an den anderen Seiten doch einfach nur kaputt. Einem verwundert's. Den Inseln kann ich ja hier so ein bisschen unterwegs sein. Da drunter. Gehen wir wieder rauf. So. Tropfen, Tropfen. Ich sehe jetzt leider nichts außer dem hier. Und ich habe schon zwei Pfeile da drauf geschossen und es hat nicht funktioniert. Irgendwas auf dem Boden? Ups. Oh, okay. Gehen wir mal zurück zu Sidon. Vielleicht will er, dass wir ihm davon berichten. Wobei ich glaube, das Berichten sollte ja erst soweit sein, wenn wir das Rätsel da gelöst haben. Also, das Land des Himmelsfisches und der Tropfen inmitten schwebender Felsen. Inmitten schwebender Felsen. Wenn wir das Land des Himmelsfisches gefunden haben, wird der Tropfen klar. Also, ist der Tropfen einer der Felsen? Kann der Tropfen einer der Felsen sein? Aber ein heftiges Rätsel dann. So, komm, 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 komm. Sehen ja auch nicht wirklich wie ein Tropfen aus, die Inseln. So Bruchstücke. Also stell dich auf das Land des Himmelsfisches. Gucken wir auf die Map. Sieht das aus wie ein Fisch? Ja, Himmelsfisch. Insel des Schuppentanzes. Was sieht aus wie eine Träne? Du schieße ihn mit dem Symbol des Königs.
erblicke inmitten schwebender Felsen einen Tropfen. Also sind wirklich diese Felsen dann gemeint, wo ich einen Tropfen zu sehen bekomme. Ah! Da! I'm stupid. Die Positionierung ist es. Okay, es ist nicht das Ding hier. Okay, oh, ein Glück. Ein Glück. So. Mal sehen, ob das reicht von hier. Ja, got it. Zwar verspätet, aber got it. Und das wird jetzt ein Portal. Oh boy, was passiert hier? Okay. Oh Mann, das, okay, das war blöd von mir. Aber ey, dass ich es gelöst habe, ist dann auch noch cool. Ich spiele das ja jetzt hier auch wirklich dann vor Release. Das heißt, es gibt keine komplette, also ich kann nirgendwo cheesen. Außer wenn ich Glück habe in den Dungeon. Aber ich kann nirgendwo nachschauen, gar nichts machen. Wenn ich irgendwo hängen würde, dann hänge ich eben, ne? Gibt es keine Gelegenheit, da wirklich was anderes zu machen. Okay, das ist der See, in den ich gar nicht reingegangen bin, weil der so brauny ist. Der östliche Stausee. Stause hätte ich fast gesagt. Aber Stausee ist es. Wollte sagen, was schwimmt denn da? Nee, ist. Da fallen die Gelumpe runter. Da. Nicht? Okay, na lass mich mal zu Sidon hin. Weil vielleicht muss ich ihm Bescheid sagen einmal. Was geht? Oder was nicht geht. Also trotz der Ablenkung sind wir trotzdem bei den Zora gelandet. Bei den Zoras und nicht bei den Goronen. Und den Shoshonen. So, Sidon, ich sag dir nochmal Bescheid. Stehen da jetzt mehr Leute? Das Licht ist da, aber es ist nichts passiert. Ach, Sidon ist da vorne. Ach, da hat sich tatsächlich was verändert. Okay, gibt es eine richtige Cutscene? Liebste Jona. Jona, was bringt dich hierher? Ich möchte etwas mit dir besprechen, Sidon. Weißt du, ich habe lange darüber nachgedacht. Ich möchte unsere Verlobung lösen. Link! Link! Wie steht es? Hast du etwas rausfinden können? Ich habe alles gelöst, du Dumbatz. Du hast das Rätsel der antiken Steintafel gelöst, worauf hin eine Säule aus Licht erschienen ist. Wenn es stimmt, was auf der Tafel geschrieben steht, sollte sich an der Säule ein Weg in den Himmel öffnen. Gut gemacht, Link. Das sind großartige Neuigkeiten. Hör mal, Sidon. Ich finde, du solltest mitgehen. Klar, du bist ja der neue Weise, Sidon. Ich finde, du solltest mitgehen, wenn Link sich diese Lichtsäule anschaut. Deine Pflichten hier sind wichtig, aber sie dürfen dich nicht einschränken. Wenn ihr beide zusammenarbeitet, du und Link, werden wir ganz sicher auch diese Krise überstehen. Ich meine, ja, schon, aber. Ja, was denn? Was lässt dich zögern? Naja, du musst wissen. Ich halte das doch hier auf. Hä? It's boss time. Holy shit, what the? What the WTF? Schlamm, Raubschleim. Beschmutzer von Mifas Stätte. Das ist semi-geil. Ein schlammbedecktes Monster, das ist. Kann es das gleiche Monster sein, das Vater angegriffen hat? Sidon! Überlass die Klärung des Wassers uns. Das bekommen wir schon hin, zumindest für eine Weile. Du hast recht, ich vertraue dir voll und ganz. Link, bitte zieh noch einmal an meiner Seite in die Schlacht. Let's do this. Dieses Monster hüllt sich in Schlamm, um sich zu schützen. Ein gefährlicher Gegner, ganz klar, doch halte Ausschau nach einer Blöße und sag dann Bescheid. Ich kann dich mit Wasser umhüllen und so vor einem Angriff schützen. Wenn du deine Waffe schwingst, müsstest du das Wasser nach vorn schleudern können.
Okay, also sie dann macht mir... Oh, das ist gut. Dann gib mir aber etwas, wo ich mein Schild noch habe. Okay, da habe ich nicht mein Schild. Eis ist das nicht. Was habe ich denn? One-Hander? Oh shit, ich glaube, ich habe gar keinen One-Hander mehr, ne? Die sind alle zerbrochen. Okay, gib mir die Kraft. Ui. Ui! Malaka. Okay, also. Tomaten. Ja, Sidon. Okay. Wir müssen den Schlamm irgendwie wegkriegen. Also gut. Spitzenklasse. Okay. Hat er mich gegessen gerade? Jetzt hat er mich gegessen. Okay, den Schlamm wegkriegen. Und dann wie einen anderen Raubschleim dann mit dem Pfeil. Na? Und jetzt schleimt er sich wieder voll. Na komm, mach mal auf. Mach mal auf. Och, Ficker. Ich pfeife mir Tomaten ohne Ende rein. Okay, jetzt aber. Wo ist er? Da ist er. Ui. Oh, ich... Ey, das Breitschwert ist nicht geil, Leute. Ah, es reicht nicht. Fuck, Leute. Und ich glaube, ich muss leider, ich habe ja gesagt, ich habe leider nicht so viel Zeit, sonst würde ich den gerne nochmal jetzt gleich nochmal versuchen. Aber das müssen wir leider auf den nächsten Part verschieben. Dann lass uns einmal mit einem kleinen Downer enden, aber ich danke fürs Zuschauen. Wir haben einiges geschafft. Wir werden im nächsten Part dann den Bossfight direkt nachholen. Vielleicht muss ich zwischendurch mir nochmal eine One-Hander-Waffe holen, weil ich bin viel zu langsam damit. Mit der Zwei-Hander-Waffe. Wir werden sehen, was das bedeutet. Aber danke fürs Zuschauen. Seid beim nächsten Mal wieder dabei. Das war das Let's Play mit Tears of the Kingdom und The Legend of Zelda hier auf rpgheaven.de. Kommt wieder zu und bis dann. Tschüss. Mann!